Gut. Und Shrine? Shrine, Shrine. Okay, ich gehe jetzt trotzdem hier hin. Das ist wieder ein Laden. Da ist Obst. Windgras-Tempel. Klette. Hallo da oben. Ah, Konnichiwa. Konnichiwa. Ich glaube, du hast auf deiner Reise bereits meinen Zwillingsbruder getroffen. Ja, bla. Ganz ehrlich jetzt. Flakon der Instabilität. Und Rezept Rülpstrank. Ernsthaft? Mische eine merkwürdige Mixtur, die eine extreme Vermehrung der Magengase verursacht. Ja, und was bewirkt der jetzt? Mische einen Trank, der genügend instabile Energien freisetzt, um 3 Supermoves aufzuladen. Ja gut, wir können beide holen tatsächlich auch. Machen wir einfach. Alles Gute. Wir werden alle von deinem Erfolg profitieren. Bestimmt. Ja, profitieren, ne? Von wegen Geld und so. Erfolg profitieren. Ja. Er sagt's wenigstens durch die Blume, nicht so wie der andere. Von wegen Geld. Da oben ist doch eine Statue. Da. 5 von 8. War das die 5 von 8? Yeah, that's 5. Und dann hier hinten bei ihm. War gut, dann. Ist doch super, vielleicht hilft's ja den Pupsknödel. Echt so. Der war so lustig, gell? Der Boss. Der war mega. Erstmal hier schwupps. Pilz. Pilz. Bin ich gerade... War ich gerade... Achso, nee, es sah so aus wie in der Wurzel. Ich dachte gerade, ich war auf dem Baum irgendwie glitchy. Halt, stopp, Petersilie. So. Wir könnten das Level ja dann nochmal versuchen. Ohne gesehen zu werden. Beziehungsweise, das wollte ich direkt nachgoogeln. Welches Level eignet sich am besten zum Nicht-Gesehen-Werden? Ich habe das Gefühl, das hier könnte es halt echt sein. Hier kann man echt gut schleichen. Oder guck mal, einfach Sachen auch einfach umgehen. Ja. Ich glaube, das geht hier ganz gut. Würde ich mal versuchen. Oh, lol. Oh, lol. Müssen wir ja mal machen. Für 1 Trophy. Jetzt wurden wir gesehen. Ein Affe! Ich glaube, wir sehen zum ersten Mal einen Affen. Oh, ich habe voll den Pfeil abgewehrt gerade. Oh mein Gott, was ist denn hier los, Alter? Na, lohnt sich eigentlich nicht. Uto! Hey, X. Ach, weil er eine Pflanze ist, Alter. Bitte mach den Turm kaputt. Was genau ist das? Stelle dich neben die grausame Pforte, um diese zu stören. Das ist ein Portal, wo Gegner rauskommen. Na, grandios. Kannst du ja dann voll XP farmen eigentlich auch. Machen wir sie kaputt. Unsere Energie ist stärker. Geil. So schaut's aus. Blaues Blütenblatt. Hey, ihr Flitzpiepen. Ich mag das Level. Windgrasdorf. Heftig. Welches Dorf?
Wir dürfen nicht vergessen, da ist ja irgendwo noch ein Schrein. Keine Ahnung. Oh, wieder so einer mit einem Portal. Aber wie cool ist denn sein Design einfach auch? Nee, das wollte ich nicht. Schockwelle! Boom! Und dann Foto! Schön! Ich mag das auch, wie schnell man das, die Ninjas wechseln kann, oder? Voll cool. So, so, zack, zack. Das ist halt mega. Das stört dann einfach den ganzen Fluss nicht. Du kannst sofort jeder sein. Mega. Voll gut gemacht. Oh, schöner Hieb. Oh je. Komm, Futo. Du kannst es doch auch, oder? Nee, Hero, no Hero. Oh, yes. Ui, ja. Da ging's ab. Da ging jetzt ordentlich was ab. Aber wir haben es geschafft. Nichts hält unsere Ninja-Freunde auf. Oh, Alter, das... Oh, das ist so schön. Na, oh, herrlich. Na, dann wollen wir dich mal befreien. Toda, du hast Toda befreit. Er hält sich allen Ernstes für einen Tiger. Mit Hilfe der instabilen Ki-Energie kann Toda große Entfernungen zurücklegen. Ja, Mann. Toda. Den mag ich, der ist cool. Mit seinen Tigerkrallen. Er kann voll gut angreifen. Und er rennt einfach auch vierbeinig. Das ist so süß irgendwie. Es gibt auch eine Trophäe, wenn du große Strecke zurücklegst mit Toda. So. Ich glaube, so musst du eine ganz große Strecke zurücklegen. Voll toll. Dankeschön. GG. So. Jetzt müssen wir nur mal schauen, ne? Wegen den Statuen. Ich habe schon den Schrein gesehen übrigens. Ganz ruhig, Toda. 6 von 8. Ach so. Ach so, okay, ja dann. Passt. Aber Tierchen dürfen wir auch nicht verpassen, ne? Halt, echt nicht. Wie sieht's da aus? Fortschritt 9 von 18. Okay. Die armen Tierchen immer. Da hinten waren wir ja jetzt. Wir können halt jetzt echt sehr schnell unterwegs sein. Achso, das verbraucht aber rote Energie. Ah, ich mag ihn. Ich mag ihn sehr. Oh. Heiliger Lotus. Das ist das Windröschen. Windröschen. Los, hoch mit dir. Sechs von acht. Ich sehe kaum was. Bäh! Oh Gott! Hey, was ist denn das jetzt? Bäh. Hä? Geh mal oben lang. Ich weiß nicht. Scheinbar nicht. Was ist denn das jetzt für ein komischer Pfad? Ah ja. Okay. Und was lernen wir diesmal?
Windmauer kanalisiert magische Energie zu einer Sturmfront, die jedes Geschoss, das in seinen Wirkungsbereich einzudringen versucht, abwehrt. Auch cool. Das nenne ich stürmisch. Okay. Aber ich glaube, ich nehme lieber die Mauer. Die Mauer, die Schockwelle, Schallwelle. Schallwelle, so. Krass. Oh mein Gott. Nicht schlecht. Hört es auch mal wieder aufzublasen, oder? Hero, what the heck? Was war denn das jetzt für eine Action? Aber hey, jetzt sind wir schneller oben. Und tschüss. Oh mein Gott, Hilfe. Gut, dann wollen wir mal schauen, wo die 7 ist. Und dann sag mir jetzt nicht, die ist hier. Bitte. Nee, ist es nicht. Okay, die ist bei irgendeinem Tor. Das ist ein Froschi. Ich heil mich mal. Starker Ginseng-Trank. Achso, das ist zum Herstellen von Samurai-Heiltrank. Oh, okay. Pfeilschild. Ist so. Ah ja. Hier gibt es ja auch noch ein paar Früchtchen. Ey, du freches Früchtchen. Hier speichern wir. Weiß ich nicht, ob ich das will. Stufen zur alten Bergstraße. Oh, wie will man denn da vorbeischleichen, bitte? Das klappt nicht. Diese Kack-Speerkämpfer, oder? Aha. Nicht, dass das Tor hier Levelende ist. Das wäre jetzt nicht so geil. Was bist du jetzt ins Wasser gefallen? Hallo? Aber hey, Schachtelheim. Warte, wo waren wir jetzt überall? Was machst du denn da? Okay. Ich will halt nichts verpassen hier. Tierchen. Leute, die Tierchen. Also sieht gut aus im Moment. Glaube ich. Ist da oben ein Pfad? Ich weiß es nicht. Warum sind da Laternen? Tierchen retten! Echt so! Unbedingt! Das ist wichtig. Ich hole mir mal nochmal Äpfel. Äpfel! Was? Was macht er denn? Wie holt er die den Äpfel dann? Sprachen lernen Bubble. Wie holt er die denn da runter?
Sprachen lernen, Bubble. Witzig. Ja, war klar, hier ist eine Mauer. Da ist noch eine Klette, glaube ich. Mache ich auch immer so. Schon, oder? Macht Wolverine bestimmt auch immer so. Wo gehört Wolverine eigentlich hin? Doch, das muss Marvel sein, oder? Klar, wegen Deadpool und so. Wir sind ja ein bisschen verfeindet, dies, das. Es muss Marvel sein. Ja gut, mal sehen, was das Tor so sagt. Sehr gut. Wolverine. Ah ja, links oder rechts? Da ist eine Patrouillus und da ist ein Türchen. Kohle, 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 Kohle. Ui. Oh mein Gott. The fuck? Ich muss alle Gegner in diesem Bereich besiegen, um fortzufahren. Na, großartig. Aua. Hallo? The fuck? Okay, jetzt reicht's. Lol. Ich hab da ein Problem. Ich hab da ein Problem. Hero. Au, 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 au. Meine Fresse. Was ist denn das für eine Falle? Moment. Schlecht? Ich bin an der Statue vorbeigegangen. Das hier sollte Nummer 8 sein. Ich hoffe, ich komme dann wieder raus. Alter, ihr seid doch kacke. Nicht dein Ernst. Entschuldigung? Boah, ist das heftig. Was ist denn jetzt los? Oh! Okay, ja, ich bin dann ein bisschen kaputt gegangen. Aber vielleicht ganz cool, weil jetzt sind wir wieder hier. Alter, was war denn hier gerade? Was war denn das für eine Action? Wessen Tor ist das? Ach, die linke Seite. Okay, wir müssen gleich links gehen. Ja, ne, gehört Marvel eben. Natürlich, Wolverine, Marvel, dies, das. Das war gerade ein bisschen ordentlich. Da ging die Action ab. Also wir gehen jetzt erstmal nach links. Habe ich schon gesehen? Oha, was war das denn?